herzlich willkommen. Heute zu Gast beim Podcast Paul Jatzik. Paul ist 22 Jahre alt. Er kommt aus Berlin. Er hat eine eigene Firma. Er hat sogar zwei eigene Firmen. Und zwar die erste Firma ist die Story. Da arbeitet er für ProSieben, für TV-Beiträge. Und die zweite Firma ist Flying Ice. Da macht er Image-Videos. Das macht er seit 2016. Ich freue mich riesig, dass du da bist, Paul, dass das heute geklappt ist. Herzlich willkommen. Hi. Fangen wir direkt an. Persönliches Ausrüstung, Marketing. Wenn dich jemand auf der Straße trifft und fragt dich, sag mal, Paul, was machst du eigentlich vom Beruf? Was würdest du dem sagen? Ich würde eher sagen, ich bin Glotzer und im Nachhinein sagen, dass ich Kameramann bin, weil im Grunde mache ich ja nichts anderes als zugucken, das, was andere tun und das, naja, visuell halt umsetzen. Okay. Ja, mein Slogan ist, wir gestalten ihre Träume. Also, wenn ein Kunde auf mich zukommt, dann würde ich ihm sagen, ich setze das um, was er in seinen Gedanken hat. Okay, cool. Ja. Diesen Traum finde ich immer, es hat mir irgendeiner gesagt, dass mit After Effects hatte, das hat das mal einer gesagt, dass alles, was du träumen kannst, kannst du mit After Effects umsetzen. Daher habe ich das so mit dem Traum noch so im Kopf. Ja. Aber das stimmt ja auch. Das stimmt tatsächlich, ja. Wann ging es denn genau los bei dir mit Videos? Also du bist ja noch relativ jung, wenn ich das mal so lieb sagen darf. Wann ging es da genau los? Wann hast du so die Videowelt für dich entdeckt? Oh, das hat tatsächlich schon seit der Kindheit so ein bisschen begonnen. Ich wollte immer eine Videokamera haben, weil mich hat dieses Bewegtbild immer interessiert. Und dann hat mein Vater mir eine Fotokamera geschenkt und mein Traum war erstmal dahin. Also damals noch mit einer Panavision? Nee, Panasonic. Digitalkamera und dann habe ich noch so erste Videos erstellt, so Lego-Türme einstürzen lassen und das aussehen wie so ein Actionfilm. Dann habe ich es wieder entdeckt seit 2012, angefangen mit meinem ersten YouTube-Kanal. Da habe ich so, also mich wirklich nur ausgetobt, Let's Plays und alles so ganz, ganz schlecht und mich dann reingesteigert in die Technik und seit 2015 und 16 kam ich dann an die Kontakte, die es mir dann doch irgendwie ermöglicht haben, mich in diese Berufswelt hineinzuversetzen. Also cool. Ich würde sagen, seit 2016. Sehr cool. Zudem, du bist ja bei ProSieben quasi, hast deine eigene Firma. Machen wir direkt weiter. Wie ging's denn da? Wie kamst du dazu, dass du gesagt hast, okay, ProSieben ist cool, da mache ich ein paar Clips dazu? Oder ich meine, da kommen wir nicht von heute auf morgen, dass man sagt, ja, wäre coole Idee. Wie kommt man dazu? Das war tatsächlich Zufall gewesen. Ich bin in einer ehrenamtlichen Kiez-Initiative, Isle of Tegel. Dafür haben wir 2017 auch den ersten Platz beim Comet Award von RTL belegt für ehrenamtliches Engagement. Cool. Und wir haben gerade gedreht in unserem Bezirk wegen einer Rattenplage. Und dort war auch ein TAF-Team vor Ort, welches sich mal die ganze Lage angeguckt hat. Und da habe ich gleich mal nachgefragt, hey, braucht ihr noch einen Kameramann? Und die haben sofort gesagt, ja, ja, brauchen wir immer. Und irgendwie über zwei, drei Umwege, weil sie einen neuen Inhaber der Firma gesucht haben, hat sich es irgendwie ergeben, dass ich dann kurz darauf der Inhaber von dieser kleinen Produktionsfirma war, die ProSieben, TAF, Galileo, alle so beliefert. Das ist ja geil, das ist ja cool. Und hast du denn auch, was mich ja interessieren würde, warum hat er denn aufgehört? Weißt du das auch? Aufgehört hat er nicht. Er wollte nur nicht mehr Inhaber sein, weil ihm war das alles zu viel. Deswegen hat das mir abgegeben und er ist jetzt auch Teilinhaber. Also wir machen das jetzt zu zweit so quasi. Das ist ja auch geil, ja. Genau, er als Redakteur und ich als Kameramann die technische Leitung und er so alles, was mit Leuten zu tun hat. Und daher ist das sehr ausgeglichen, würde ich sagen. Ja. Das ist cool, ja. Ja, vor allem teilst du dir auch so ein bisschen den ganzen Stress. Und dann hast du jetzt mit ProSieben weitergemacht und dann ging es ja schon weiter mit Flying Ice, mit Image-Videos. Oder war das vor ProSieben? Das war tatsächlich vor ProSieben, damit habe ich angefangen. Okay. Genau, 2016. Das war auch eine furchtbare Fummelei, weshalb ich da gerade auch ein YouTube-Video erstelle, wie man sich selbstständig macht als Kameramann, weil das ja nochmal ein Ticken anders ist als in der Industrie. Aber da können wir ja später nochmal drauf eingehen. Gerne, ja, gerne. Was gefällt dir denn so an der Videografie so am meisten? Also wo du sagst, das ist genau das, das ist genau das, was mir Spaß macht. Das sind die Abwechslungen, würde ich sagen, weil man kommt wirklich überall rein, trifft immer wieder auf Leute und ich habe es gemerkt, in meiner Welt, jeder hat ja so seine eigene, dass die Leute es sehr wertschätzen, was man tut.
Also ich höre auch von anderen Kollegen, ja, der Beruf wird nicht sehr wertgeschätzt. In meinem Fall ist das gar nicht so. Ich bekomme so viel positives Feedback, was mich immer wieder neu motiviert, reinzukommen. Und ich habe gerade nochmal die Frage verpasst, weil ich so in Ekstase war. Nein, nein, ist eigentlich nur, warum, was Videografie, was da so geil dran ist. Aber du hast es ja schon erklärt, also von daher passt es ja genau. Ach so. Wann wird es denn bei dir genau professionell, würdest du sagen? Genau, 2015 habe ich angefangen. Da habe ich so ein bisschen reingeschnuppert. Hab mit ein, zwei Kollegen, mit denen ich auch dieses Isle of Tegel-Projekt begleite, die ersten Videos gemacht und habe dann 2016 angefangen, weil er Politiker ist, mit Wahlkampfvideos. Ich habe also, die ersten Videoprojekte waren Wahlkampfvideos. Da habe ich gleich für drei Politiker einen Spot gemacht und alle drei wurden gewählt. Das heißt, super Werbung auch für mich in dem Fall. Ja, auf jeden Fall, ja. Und Politiker haben unglaublich viele Kontakte in alle Richtungen und die haben mir es dann auch ermöglicht, mich so an kleine Firmen zu wenden, die mich dann dauerhaft gebucht haben. Und eine behalte ich mir bis heute. Ich will jetzt nicht unbedingt den Namen sagen, Nein, tue dann es musst aber. du auch nicht. Aber cool, aber so wie das, es ist ja durch das, viele sagen ja auch durch das Machen, kommst du dann ja auch an neue Aufträge. Ich meine, das ist ja dann auch natürlich richtig cool, dass die natürlich dann auch den Wahlkampf gewonnen haben. Und da kannst du dir wahrscheinlich auch eine Scheibe von abschneiden, weil du hast das, hast die Leute ja auch richtig, weil Politiker, sagen wir mal ehrlich, sind ja in der Regel eigentlich sehr langweilig. Es sei denn, sie sind gerade, also ich finde so, was für Regionalbürgermeister angeht, ist eigentlich, die Leute sind meistens noch vom Volk, die sind noch ganz cool, aber alles, was darüber hinausgeht, ist ja mehr so, naja, gut. Du weißt, was ich Ja, meine. aber ich bin relativ froh, weil ich habe halt nur mit Regionalpolitikern zu tun Ja, und die okay. sind, Ja. die haben gar keinen, ich sag jetzt mal, Stock im A Ja. und sind sehr cool, also sind lockerer als ich drauf meistens. Okay, wenn ich jetzt die Politiker fragen würde, wenn die so locker drauf sind, was machen denn Pauls Videos so besonders? Was würden die mir sagen? Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so eine Art ist, dass man wirklich sich über andere stellt, indem man sagt, meine Videos sind besonders oder besser als. Ich setze einfach nur um, was die Leute wollen und versuche den Rest halt mit meiner Art irgendwie rumzukriegen. Also, dass ich auf eine persönlicher Ebene mit den Leuten zusammenarbeite, sodass sie Vertrauen haben und wissen, bei mir kriegen sie ein solides Paket. Vielleicht jetzt nicht die super Blickwinkel oder die super Nachbearbeitung, aber auf jeden Fall ein zuverlässiges Paket. Wie bildest du dich denn weiter? Tatsächlich über YouTube. So blöd das auch klingen mag, ich habe eine Ausbildung angefangen als Medienassistent. Und falls du mich jetzt fragst, was ist ein Medienassistent, weißt du das? Nein. Richtig. Und die Antwort bekomme ich von allen zu hören. Ich werde mitunter ausgelacht, wenn ich dann sage, dass unsere Lehrer gesagt haben, mit dieser Ausbildung als Medienassistent ist man dazu fähig, bei der Warenrückgabe bei den Elektrofachmärkten zu arbeiten. Wow, spannend. Total. Will ich machen, unbedingt, ja. Genau, also hat mich diese Ausbildung, sage ich jetzt mal, nicht wirklich gejuckt oder in den Fingern gekribbelt, das bis zum Ende durchzuziehen, weil Ja. der Großteil war halt Programmierung und ich komme mit Buchstaben und so überhaupt nicht klar. Und Programmieren ist so gar nicht meine Welt, habe ich gemerkt in der kurzen Ja. Zeit. Aber die haben auch sehr viel in der Schule beigebracht über Photoshop, über Videoschneiden. Was dann auch wieder ein bisschen paradox war, dass ich den Lehrern gleichzeitig auch was, also das war eher so ein Geben und Nehmen. Ich habe denen so viel beigebracht, wie sie mir beigebracht haben mitunter. Das war schon komisch. Aber der Großteil kommt halt tatsächlich von YouTube. Ich gucke Okay. Videos und gucke mir auch 100 Mal dasselbe Video an von 100 Leuten. Denn irgendwann kommt dieser Punkt, dass jemand etwas mehr erzählt als der andere. Und so bildet sich dieser ganze Kreis. Ja, das kenne ich ja. Das ist ja auch mit diesem Podcast hier, was ich in diesen, durch diese Interviews, wenn man sich mit Kollegen unterhält, was ich schon gelernt habe hier, das ist unglaublich. Und das Wissen, das ist, was ich cool finde, das ist ja Praxiswissen, weißt du? Das ist ja nicht von irgendwelchen Lehrern, die das mal aus Büchern gelesen haben oder von anderen Lehrern gelernt haben, sondern es ist meistens 100% Praxiswissen und ich finde das viel cooler als alles andere. Was macht denn deiner Meinung nach ein Video unvergesslich? Das ist besonders dieses Spiel mit den Emotionen. Weil wenn du jemanden berührst, sei es mit Musik oder irgendwie anders, die erste große Liebe, dann merkt man sich das. Wenn ich in Italien bin, dann denke ich immer an das Lied Danza Kuduro. War es das? Ja, ne?
ist nicht der Sänger, ist das Lied, wa? Doch. Keine Ahnung, aber ja, du denkst an ein Lied in Italien, ja. Genau, ich denke halt an ein bestimmtes Lied und das möchte ich halt zusammenbekommen. Wenn ein Kunde ein Video von mir verlangt, möchte, dann möchte ich das so machen, dass er sich das merkt, indem ich seine Emotion ansprechen möchte. Ist ein bisschen schwer zu erklären, aber ich möchte halt, dass es sich einbrennt. Okay, dass er es also nie wieder vergisst, sozusagen. Genau, indem ich halt so ein bisschen Gefühle wecke und das Video mit Erinnerung verknüpfe, sei es Urlaub, sei es Hochzeit, welche ich noch nicht gemacht habe, oder Image-Videos, Produkte Leuten näher bringen. Genau. Okay, was machst du denn so in deiner Freizeit? Oh, jetzt bringe ich mal auch den Witz. Ja, ich habe doch gar keine Freizeit. Nein, tatsächlich schlafe ich sehr gerne. Über mir, ich weiß nicht, ob man es sieht in der Kamera, da ist auf jeden Fall ein Hochbett. Okay. Und habe hier direkt meinen Schlafplatz. Und wenn es mir mal zu viel wird, dann gehe ich einfach, mein Schnittplatz, nicht Schlafplatz. Dann gehe ich einfach direkt mal hier vom Schnitt die Leiter hoch und schlafe dann erst mal 1-2 Stunden. Und dann geht's weiter so. Okay. Das mache ich in meiner Freizeit, schlafen. Schlafen, ja, das ist auch ein Hobby, ja. Muss ja auch sein, gehört ja dazu. Aber halt auch ganz viel Software spiele ich auch. Ja. Dieses, wo man sich mit Plastikkugeln abschießt in okay. Genau 2 Teams und spiele auch Musik, so 4 Instrumente, also nebenbei. Okay, cool. Ja, viele machen ja was Kreatives noch nebenbei, die dann viele machen noch Musik oder sagen, ich schneide auch meine eigene Musik, um einfach runterzukommen. Und krasserweise, ich habe früher auch mal Musik gemacht mit Gitarre und allem drum und dran, aber alles nur so absolut anfängermäßig. Aber es ist einfach so zum Entspannen. Ja. Krass, das machen echt sehr, sehr viele, ja. Du bist ja noch relativ jung. Wie siehst du dich denn in 10 Jahren? Was ist da so dein Ziel? Was hast du dir so auf die Fahne geschrieben? Oh Gott, ich hatte nur einen 5-Jahres-Plan bisher. 10 Jahre ist ja schon echt ambitioniert. Aber wenn ich mal die Entwicklung der letzten 3 Jahre begutachte oder bestaune, dass ich wirklich aus dem Nichts, weil ich hatte weder einen Kontakt noch sonst was, also wirklich komplett aus dem Nichts, mich bis 2 Firmen und CEO einer ProSieben-Produktionsfirma stelle. In 10 Jahren. Ein bisschen spinnen darf man ja auch. Also ich würde sagen, Unabhängigkeit erreicht und auf jeden Fall ein gutes Standing in Berlin für Musikvideos, weil ich da gerade mit einem anderen Kollegen zusammenarbeite und auch weiterhin diese TV-Themen, Crime und auch Industrievideos mich sehr vermarktet habe. Da bin ich zurzeit dabei, das aufzubauen mit meiner Partnerfirma zusammen und die versuchen mich zu pushen und auch gleichzeitig noch nebenbei in diese Netflix-Schiene reinzurutschen, weil sie auch Bekannte haben. Da weiß ich nicht, wie das in Zukunft aussieht, aber ich denke mal, es wird eine interessante Zeit werden. So. Ja. Okay, ja, ich drücke dir ganz fest die Daumen, dass das klappt mit der Netflix-Produktion, weil die Qualität die ist ja auch sehr, sehr hoch bei Netflix und von daher, das wird auf jeden Fall klappen. Also von daher. Ausrüstung, Workflow. Fangen wir direkt an. Du hast eine Website kurzem. Und jetzt ist ja die Frage, warum hat man mit 21 Jahren damals schon, warum kann man sich da eine Red leisten? Also für jeden, der es nicht weiß, was ich nicht glaube, aber die Red ist eigentlich somit die teuerste Kamera auf dem Markt, die es so gibt. Und wie kann man sich mit 21 Jahren so eine Red kaufen? Andere würden sich ein Auto kaufen oder keine Ahnung was, oder haben noch nicht mal das Geld liegen. Ich bin nicht Raucher. Wie kommst du dazu? Ja. Nein. Also ja, also ich bin nicht Raucher, aber es liegt... Ich weiß nicht, ich bin kein Fan davon, 2-mal zu investieren. Ich bin immer der Meinung, einmal richtig kaufen statt 2-mal billig. So war ja der Spruch, keine Ahnung, wie der Spruch war. Und habe wirklich seit 3 Jahren versucht, mir diesen Traum zu erfüllen, so eine eigene Kinokamera zu haben, habe mich dann wirklich seit Anfang hinter 4K geklemmt, wie sonst was, in der Zeit, wo noch alle sagten, wer braucht 4K? Heutzutage sagen alle, das ist das Geilste, also die damals skeptisch waren. Und ich war immer so ein bisschen der Vorreiter, sage ich mal, von den Leuten und wollte immer das Beste haben und immer das Beste. Und habe halt wirklich nicht so viel Wert gelegt auf ein Auto oder sonst was, weil in Berlin braucht man nicht wirklich, ich sage jetzt mal, ein Auto, um von A nach B zu kommen. Das ist ja auch lebensgefährlich, ja. Ja, total. Und genau, dieser Entschluss, eine Red zu kaufen, war halt,
ich war an dem Punkt angelangt, wo meine Technik nicht mehr das machte, was ich wollte für meine Projekte, aber auch super ausgereicht hat, dass man sagen musste, ich brauche gar keine Red zurzeit. Aber ich dachte mir, jetzt denke ich mal einen Schritt weiter und kaufe mir eine Sony Alpha 7 III. Oder was zurzeit sehr gut ist, eine Blackmagic Pocket, also die Bibbeke vorkam. Ja. Aber was kommt danach? Dann habe ich einen Haufen Geld investiert und ich habe ja nichts hier. Ich habe ja immer mit Camcorder gefilmt. Dann muss ich mir Objektive kaufen, dann komme ich so auf 20.000 Euro, die ich erstmal investieren muss, mit einer Blackmagic zu filmen. Und danach, der nächste Schritt ist, ich habe eine Blackmagic bei mir rumliegen und will den nächsten Schritt wagen. Und dann muss ich ja wieder investieren. Und das wollte ich einfach alles vermeiden, indem ich sage, okay, ich bin jetzt gerade bei Anfänger-Equipment und nehme dann das Top-Equipment, was auf dem Markt existiert. Und spare mir einfach diese ganzen Zwischenschritte und die ganzen Skills, die du mit diesem Zwischenschritt machen würdest, wie Blenden, Unschärfen etc., die kann man ja sich erlernen mit dem Profizeug. Ja. Und dann, also ab jetzt ist es nur noch Kreativität, sei es für mich oder für andere Leute. Und ich merke auch, es entsteht so ein bisschen dieser Hype. Leute interessieren sich so ein bisschen mehr jetzt für dich. Du bist nicht mehr so der irgendeiner, sondern du bist der Typ mit der Red. Ja, in den Kreisen der Filmemacher ja. Aber bei den Kunden merkst du da auch einen Unterschied? Ja, total. Weil wir können den Kunden was anderes anbieten. Und wenn wir sagen, wir drehen mit der Red, dann gucken erstmal alle so, sind interessiert. Und dann ist man auch irgendwie, ich sag jetzt mal, leichter dazu entschlossen, mehr Geld für ein Video auszugeben, wenn sie wissen, sie bekommen ein Video mit einer Red und sie haben halt auch direkten Kontakt zu uns. Ja. Und das ist die eigene. Das heißt, wir können da auch nochmal flexibel irgendwie Preise angleichen, wenn da was sein sollte. Also, ich sehe viele Vorteile darin, in dieser Investition. Aber jetzt dafür kein Auto. Jetzt hast du die, wie lange hast du die jetzt? Ein halbes Jahr? Ein Jahr? Oder wie lange hast du die Red jetzt? Noch viel länger, und zwar seit einem Monat. Und ja, also ich merke, ich habe jetzt die ersten Aufträge reinbekommen. Das sind zurzeit ein Industrie-Image-Film. Ich weiß nicht, ob du es in meiner Story gesehen hast. Da stand, du hast es gesehen. Gestern. Nee, tut mir leid, weiß ich nicht. Tut mir leid, muss ich ganz gestehen. Also, ich bin gerade dabei, ein Image-Video zu machen. Mhm. Da haben wir mit der Red gedreht, mit einem Drei-Mann-Team von mir. Und demnächst steht auch ein Kinowerbespot an. Der kam halt direkt unmittelbar danach so rein als Projekt. Mhm. Cool. Ja, klingt das sehr cool. Also es scheint ja zu... Und jetzt, was ich eigentlich wissen wollte, der Workflow mit der Red. Der Codec soll sehr geil sein, hat mir Ferdi gesagt. Und was mich damals gestört hatte bei manchen Kollegen, die ich im Interview hatte, die hatten sich mit der Red gefilmt. Du Gott sei Dank heute nicht, weil die ist sehr, sehr laut. Erstmal hat er gesagt, das dauert eine Minute, bis die dann gestartet ist. Und dieser blöde Lüfter bei Interviews ist eigentlich Katastrophe. Es sei denn, du machst nur Bewegtbild ohne Ton, dann macht das natürlich Spaß, weil du hast geiles Footage, aber ansonsten macht das mit Ton eigentlich wenig Sinn, oder? Ja, ich habe diese ganzen, ich sag jetzt mal, Heuleien schon mitbekommen. Aber für mich, ich finde das überhaupt gar kein Problem. Ich finde, die Kamera ist jetzt nicht wirklich laut. Man hört sie und wenn du sie hochfährst, hört sie sich an wie eine Xbox 360 vom Lüfter her. Ja. Aber das ist auch nur für kurze Zeit. Und ich meine, du kommst irgendwie an ein Set. Meistens, man ist ja selten Run-Gun-mäßig unterwegs mit einer Red. Und man kommt an ein Set und das Erste, was man tut, ist den Akku reinstecken, sage ich mal. Bevor man die Griffe montiert, die Speicherkarte reinlegt. Steckt man den Akku rein und drückt auf Play. Und ehe du geschafft hast, den ersten Griff ranzuschrauben, sage ich mal, ist die Red schon längst funktionsfähig und hochgefahren. Also dieses Argument, sie braucht eine Minute zum Hochfahren, sehe ich jetzt nicht so. Zudem kann man über ein D-Tap-Kabel in ein V-Mount, also in eine V-Mount-Batterie, die Red nochmal beim Akkuwechseln anschließen, den Akku rausnehmen und die Red geht nicht aus. Und jetzt packt man den neuen Akku rein und zieht das Kabel raus. Und somit hat man jetzt den Akku gewechselt, ohne die Kamera ausschalten zu müssen und nochmal zu warten. Es dauert 10 Sekunden ungefähr, vielleicht 20 mit Kabel raussuchen. Sehr cool. Also sehr noch ein Argument. Workflow, ja. Sehr cooler Tipp. Mega. Ja, und die Lüfter, die sind halt auch nicht so laut. Also man hört sie, aber man stellt ja keine Kamera so nah vor den Interviewer, sondern die steht auch mal ein bisschen weiter weg. Ja. Und dann ist das Tonproblem auch geklärt.
Das stimmt. Was für Programme nutzt du denn für den ganzen Schnitt? Bei mir beschränkt sich es zurzeit nur noch auf Premiere. Ich habe angefangen mit Sony Vegas. Mhm. Ja, das war sehr schwierig. Und dann Premiere. Habe ich gehört. Ja, es wurde mir von allen empfohlen, weil es sehr leicht ist. Weil du hast halt wirklich alle Sachen, die du bei dieser Adobe Cloud aufgeteilt hast in Audition, After Effects, Premiere, die hast du halt alle bei Sony Vegas zusammen. Das ist ein Komplettpaket. Ja, okay. Und ja, das war für mich eine ziemliche, ich sag jetzt mal, ein Schritt nach unten auf Premiere zu wechseln, weil viele Funktionen gefehlt haben. Mittlerweile weiß ich mir anders zu helfen oder nutze die einfach gar nicht mehr. Mhm. Aber Premiere macht mir das Leben gerade ziemlich leicht. Cool, jetzt hast du ja dir schon eine Red gekauft. Was steht denn so auf deinem Wunschzettel, was du dir gerne noch kaufen möchtest? Das war mein Wunschzettel. Aber Objektiv oder so, könnte ich mir vorstellen, dass da noch was ansteht? Ich habe alles. Ich habe mich ja bemüht um diesen Kredit und ich habe jetzt wirklich sehr viel Geld investiert, damit ich wirklich alles bekomme, was auf meiner Wunschliste steht, damit ich nicht an diesen Punkt komme, was brauche ich als nächstes, sondern damit ich an dem Punkt bin, wo ich sage, machen wir. Voll geil, ja. Sehr cool. Wie viele Tage rechnest du denn ein für deinen Schnitt und für den ganzen Workflow, bis das Video fertig ist? Ja, kommt immer aufs Projekt an. Ich habe viele Projekte, da rufen die mich noch am selben Tag an und sagen, hey, kannst du mal rumkommen? Dann filme ich nicht mit der Red, sondern mit der Sony. Aber das kann am selben Tag noch fertig geschnitten sein für 2 Stunden. Mhm. So größere Projekte, also ich nehme jetzt mal diesen Imagefilm, den wir haben. Da haben wir knapp 1 bis 2 Tage Vorbereitung. Heißt, mit dem Kunden sprechen vor Ort, die Location abchecken, die ganzen Sachen besprechen, den Plan machen, also ja, diese Storyboards und Script und alles, was dazugehört. Dann dreht man 1-2 Tage, also jetzt haben wir schon 4 Tage voll. Und jetzt kommt der Schnitt, das heißt, einen Tag sichte ich immer ganz gerne und schiebe mir alles schon mal dahin, wo ich es gerne habe. Und am nächsten Tag mache ich dann den Schnitt. So, jetzt habe ich 2 Tage am Schnitt gesessen und schicke die Rohfassung schon mal rüber. Dann sagen die Leute ja oder pack mal noch an der und der Stelle eine Änderung rein, dann mache ich das noch schnell. Dann schicke ich noch eine Rohfassung rüber, so lange, bis sie das okay geben. Das dauert jetzt, sage ich mal, mit Nachschnitt noch mal 1 Tag oder 1/2 Tag. Und genau, am Ende mache ich noch mal das Color Grading und spiele das alles aus, konservieren, also noch 1 Tag. Somit sitze ich jetzt ungefähr 5 Tage an einem Video. Das ist natürlich hochprofessionell, das Video. Also ja, und hast du da mal das getestet beim Kunden? Also du hast ja schon, denke ich mal, dein Endkunde ist, die kennt sich ja aus mit Videomaterial und Footage-Material. Und wenn du jetzt jemanden hast, der jetzt aus mittelständischen Unternehmen kommt, würdest du dem auch so ein halbfertiges Video senden oder würdest du dem das fertige Video senden und dann noch eine Remote-Schleife mit einbauen? Ich würde denen auf jeden Fall das... Oh, das ist eine blöde, schwierige Frage, ja. Weil das ist ja gerade diese Situation. Ich habe das mit meinem Team, also mit meiner Partnerfirma, mit die mir diesen Auftrag besorgt haben, sage ich mal. Den schicke ich auf jeden Fall die Rohfassung rüber und ja. Also ist das nicht der Endkunde, der das Video sichtet, sondern das ist dein Team, die das Video sehen? Genau, so quasi mein Auftraggeber in diesem Fall. Ja, okay, jetzt verstehe ich es. Ja, gut. Okay, alles klar. Und die schauen das schon mal rüber. Aber ich denke, in diesem Fall würde ich schon mal das voll gegradete Video. Ansonsten habe ich das bisher wirklich nur gemacht, die nicht gegradeten Rohvideos. Und da kam immer das Feedback, sieht doch super aus, sieht doch super aus. Weil solange sie diesen Vergleich nicht haben zwischen bearbeitet und unbearbeitet, sieht das Video immer gut aus. Oder, naja. Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Genau, also die können sich noch kein Bild machen. Jetzt hast du gerade cool angerissen, das mit dem Akkuwechsel bei der Red. Hast du noch irgendwelche coolen Tipps für Effizienz und Effektivität im ganzen Workflow von Story, also von dem Kundengespräch bis zum fertigen Video? Hast du da für dich selber irgendwie gelernt, oh, so geht es doch viel schneller voran? Das sind spezielle Fragen, die macht man eigentlich eher so unterbewusst, würde ich sagen. Also auf jeden Fall habt immer ein 1-5-Cent-Stück in der Tasche. Weil damit könnt ihr sofort diese ganzen Platten lösen von der Kamera. Weil ich sehe immer viele mit einem Schraubenzieher, das macht mich verrückt, mit dieser dünnen Spitze, wenn die da versuchen, das Ding reinzudrehen. Oh, Scheiße!
Ja. Ansonsten einen Tag vorher vorbereiten, auf jeden Fall vorm Schlafen gehen, nochmal alles checken an Equipment und gucken, dass die Speicherkarten drin sind. Ich hatte es einmal, dass eine Speicherkarte nicht da war und ich hatte nur eine, dann mussten wir alles nach hinten verschieben. Das ist sehr ärgerlich, ja. Aber das passiert dir, glaube ich, nie wieder. Nee. Ich hoffe. ja, also einen Tag vorbereiten vorher und am nächsten Tag geht es dann direkt los, weil man muss sich nur noch die ganzen Taschen greifen und zieht dann ab. Und bei dem Aufbau bin ich sehr pingelig, weil ich habe immer alles sehr akkurat. Also bei mir sieht alles nach einem Jahr Benutzung aus wie am ersten Tag, weil ich niemanden an meine Sachen ranlasse. Klar, während des Drehs Objektive holen und dies und das geht, lasse ich die machen. Aber beim Zusammenbauen wieder fürs Abrücken nach Hause, da mache ich alles alleine. Auch wenn es 3, 4 Koffer sind. Ich gucke mir echt alles an und räume einzeln zusammen. Und dann weiß ich auch, ob was fehlt oder ob hier und da was vertauscht wurde. Also ich entschleunige meinen ganzen Arbeitsvorgang eigentlich nur. Sehr cool, ja, auf jeden Fall. Nächste große Thema, Marketing. Du hast ja irgendwann angefangen, ich meine, du hast jetzt durch Kontakte, was ich sehr cool finde, du bist auf die Leute zu und hast gesagt, ey, braucht ihr noch einen Kameramann? Das wird sich, glaube ich, weniger würden sich das trauen, von daher Hut ab, du hast es dann genau richtig gemacht. Gerade für Einsteiger, welche Marketingmaßnahmen findest du denn da so am sinnvollsten? Zuverlässigkeit. Mir wurde oft gesagt, sei zuverlässig. Auch wenn das Endprodukt noch nicht so ganz überzeugt, aber das ist eine Eigenschaft, die sollte jeder besitzen. Was meinst du? Also mit pünktlich am Set sein oder abgeben? Oder was meinst du jetzt genau? Genau, also dieses ganze Drumherum. Man muss den Kunden zeigen, dass er einem vertrauen kann. Indem man, bei Pünktlichkeit fängt es ja schon an. So, ich bin ein sehr unpünktlicher Mensch, gebe ich zu. Aber diese Schwäche nutze ich halt aus, indem ich eine Stunde früher am Set bin. Und dann, wenn es um 9 Uhr losgeht, bin ich um 8 Uhr am Set. Aber komme um 8.30 Uhr an, weil ich unpünktlich bin und bin halt trotzdem eine halbe Stunde früher. Ja, cool. Also somit betrüge ich mich selbst. Ja, das sind so diese kleinen Sachen. Und ich bin einer, der macht auch also am Schnitt alles auf den letzten Drücker. Wenn man sagt, in einem Monat ist Abgabe, dann mache ich den Schnitt 2 Tage vorher. Und gebe halt trotzdem pünktlich ab. Also ich arbeite meist über die Nacht und dann stehen die morgens um 7 Uhr auf und um 7.30 Uhr kommt das Video an, über WeTransfer zum Beispiel. Mhm. Und die gucken sich das gleich an und dann kommt direkt die Änderungsschleife rein, eine Stunde später. Und dann bin ich ja noch halbwegs wach und schneide noch schnell. Und dann haben die es am Tag noch fertig. Also schickst du das dann mit Timecode rüber? Oder wie machst du das? Dass du da, oder wie machst du, renderst du das mit Timecode aus, damit die genau sagen können, bei dem und dem, das und das? Ja, ich muss das manchmal abwägen, weil einige, die sich auskennen mit dem Thema Video, bei denen mache ich auch die Frame-Timecodes rein. Und die letzten, die mich das mit dem Frame-Timecode, also die letzten Zahlen reingepackt habe, 1 bis 24, die haben das mit den Sekunden immer wieder vertauscht. Und dann das Video ging nur 3 Minuten und dann stand da bei Minute 14, 22, ist eine Änderung. Und ich dachte mir so, nein, ja. Nicht so einfach. Ja, klar, verstehe ich, ja. Ja, cool. Deine Zielgruppe, hast du die irgendwie definiert? Also deine Zielgruppe, wenn ich jetzt an Pro7 denke, das sind ja, ist ja so deine Generation an Zielgruppe, die das heißt, das ist wahrscheinlich schneller Schnitt, die Action in dem Video. Und hast du dann dich mal hingesetzt und hast die genau definiert, wie deine Endzielgruppe aussehen soll? Nö. Ich mache das alles kundenabhängig. Also ich habe sehr viele unterschiedliche Bereiche, sei es aus dem Rathaus, da ich mit den Politikern ja angefangen habe, kommen da viele Aufträge rein. Diese mittelständischen Unternehmen mit meiner Partnerfirma, die Musikvideos mit meinem Kollegen zusammen und Fernsehen, das sind alles unterschiedliche Bereiche. Und wir decken zum Beispiel im Fernsehen das Thema Crime ab. Boulevardfernsehen, Clankriminalität, Einsatzbegleitung mit der Hamburger Polizei und. Und beim Fernsehen hat man halt Richtlinien. Ich weiß nicht, hast du die schon mal gesehen? Nee. Nee? Meinst du jetzt also ich habe Richtlinien, was meinst du? Alles, alles. Und ich habe die irgendwo, wenn die nicht unter meinem Papierhaufen verschwinden würden. Die liegen hier eigentlich immer rum. Das sind 3 Seiten zusammengefasst Fernsehrichtlinien, die man abgeben muss, damit es confirm ist. Ja. Und es gibt noch eine Langfassung, die beinhaltet 45 Seiten, wie man wirklich richtig schneidet. Okay. Die man gerne durchlesen möchte.
Also daher kann man sich nicht wirklich definieren, welche Zielgruppe erreicht man, weil es immer wieder andere sind. Jugendliche, junge Erwachsene, Erwachsene, Ältere eher nicht, aber so in diesem Bereich, wie man denn unterschiedlich schneidet. Sehr cool. Und diese Richtlinie, also ich weiß vom Color Grading her, ich habe mir damals mal einen Color Grading Kurs geholt, da hat der gesagt, dass es zur technischen Abnahme geht, bevor es ausgestrahlt wird. Und da muss es halt genau den WAC 709 Codec entsprechen. Und wenn es das nicht ist, dann gab es halt wieder eine Korrekturschleife und dann musste man das auch bezahlen, wenn man das Video, also wenn es korrigiert werden musste vom Lichtsetzer, glaube ich, oder so hieß das, ich weiß es nicht mehr genau. Und ist das da mit in den Richtlinien drin oder ist das einfach jetzt nur der Schnitt, wie das sein soll, was man sehen darf und nicht sehen darf? Nee, das ist schon alles so mit drin. Also beim Fernsehen schneidet man mit MXF-Dateien, das ist eine Videospur und zum Beispiel 8 Audiodateien untereinander und jede Audiospur befasst halt einen anderen Abschnitt, O-Töne auf die 1, Atmo auf die 2, dann kommt zweimal Musik, also 3, 4 und 5, 6 und 7 und 8, die Tonspur sind für Spezialeffekte. Okay, das heißt, dass man das im Nachhinein dann nochmal ändern kann, dafür macht man das oder wie? Dass man genau, aus einer Sequenz mehrere rausziehen kann später. Richtig, weil beim Fernsehen gibt man immer zwei Versionen ab. Die Pre-Master, da ist die MXF mit 8 Audiospuren einzeln. Und die Master, da liegen die Audiodateien auf Spur 3 und 4 zusammen gemixt und schon komplett fertig. Weil die wollen halt gerne manchmal noch etwas rausschneiden, sei es die Musik oder den O-Ton. Und da ist die Pre-Master mit den 8 Audiospuren halt sehr gut, da du das halt nur rausnehmen musst an der passenden Stelle oder vielleicht ersetzt oder hin und her schiebst. Und da ist das ganz cool. Es gibt aber auch farbliche Richtlinien. Also du darfst halt nicht unter 0 beim Luma fallen und auch nicht über 100 hinaus im Luma gehen. Ja. Im Lumetri-Scope. Das macht Premiere ja automatisch, glaube ich, ne? Nein, also über 100 ja, aber nicht unter 0. Das ist das Problem, was ich am meisten habe. Okay, dass du zu viel Schwarz drin hast, oder was? Ja, in den Minusbereich hinausgeht. Daher lasse ich manchmal meinem Kollegen, der hat feine Cuts, dem gebe ich einfach meine MXF-Datei und der packt nochmal so einen TV-Filter drauf, weil ich nicht weiß, wie man in Premiere die Minuszahlen abschneidet. Der packt mir einen TV-Filter drauf, der wirklich nochmal alles abschneidet, über und drunter. Ja. Und das gebe ich dann meistens gerne ab. Nicht oft realisierbar, bis jetzt gab es auch noch keine Meckerei deswegen. Aber mit Premiere ist das echt schwer, weil im Fernsehen arbeiten die alle mit Avid Media Composer. Ja. Und die geben mir halt auch nur Tipps, wenn wir fragen, was können wir anders machen, denn sagen die, ja, in Avid geht das so, die Programme sind ja relativ ähnlich, aber trotzdem, ich arbeite nicht mit LUFS, sondern mit DB und da... Okay. Ja, cool. Wir waren eigentlich beim Thema Marketing. Kundengespräche, wie bereitest du dich denn aufs Kundengespräch vor? Ja, sehr unterschiedlich. Es gibt die und die Art von Kunden. Und die einen legen zum Beispiel sehr viel Wert, dass man sich informiert hat auf einer Internetseite vorher. Aber meistens geht es mir so, wenn ich auf einer Internetseite raufkomme, dann sehe ich, was die verkaufen, aber bin kein Deut schlauer, was die eigentlich sind oder wer die sind. Deswegen gehe ich sehr gerne unvorbereitet in Kundengespräche rein und lasse mir erstmal von den Kunden erklären, wer sind sie, was wollen wir haben, bevor ich ein falsches Bild im Kopf habe. Mhm. Und genau, bespreche das ganz in Ruhe mit denen. Einmal hatte ich auch so eine Art Kundengespräch. Ich wurde weiterempfohlen für Kollegen, dass die noch einen Kameramann suchen. Und dann gehe ich dahin und dann fragen die mich aus, ja, was unterscheidet dich denn von anderen Kameraleuten? Und dann bin ich total in ein Bewerbungsgespräch gelandet. Oh mein Gott, mir ging die Pumpe auf einmal, weil ich dachte, das ist einfach nur ein Treffen und die wollen mich kennenlernen zum Zusammenarbeiten. Aber ich war voll in einem Bewerbungsgespräch und die meinten, du bist nicht der richtige Kandidat. Und da dachte ich mir, hä? Hä? Ja gut, man lernt ja nur draus, ne? Weiß man für nächstes Mal, wo man sich drauf vorbereiten kann dann, ja. Ja. Wie überzeugst du denn deinen Kunden dann im Endeffekt von deiner Arbeit und deiner Leistung? Also du hast gerade gesagt, du wurdest schon mal empfohlen. Also Empfehlungsmarketing ist eigentlich das Beste, was es gibt. Wie machst du das sonst so im Gespräch? Im Gespräch. Es läuft... Ich bewerbe mich eigentlich nie.
Okay. Ich werde weiterempfohlen von einem Kollegen und die brauchen ein Video und dann sage ich gar nicht, was mich jetzt unbedingt anders macht. Die wollen ja direkt drehen. Ich bespreche eigentlich nur die Videos. Also so eine richtige Marketingstrategie habe ich da nie angewendet, sondern ich kam gleich auf den Punkt und habe losgelegt und habe halt auf die Empfehlung meiner Kontakte aufgebaut, dass die meinten, ja, Paul, wir haben gesagt, geh mal zu dem hin, die wissen Bescheid. Du machst Videos, die suchen jemanden und dann gehe ich da hin und bespreche alles mit denen. Also. Sehr cool, cool. Wie berechnest du denn deinen Preis? Also ich möchte nicht wissen, was du jetzt nimmst, sondern einfach, wie du den für dich selber berechnest hast mit deiner Firma, dass deine Firma am Ende des Jahres auch noch überleben kann. Richtig. Das ist besonders am Anfang sehr schwer und auch wenn man große Investitionen hat. Aber so im Allgemeinen, ja. Es kommt halt dazu Vorbereitung, die ist meist ein bisschen inklusive, sag ich mal, im Endpreis. Genau, dann kommt der Drehtag und das Equipment, was man braucht für den Tag. Dann kommt die Nachbearbeitungszeit, so die beiden packe ich zusammen. Dann kommt ein Änderungsschnitt, der ist gratis, weil ich muss mich ja auch rantasten, was möchte der Kunde oder wie stellt er sich das vor. Und der zweite Änderungsschnitt kostet dann wieder und so zieht sich das dann bis zum End, also bis zur Endsumme hin. So dass man dann auf einen normalen Preis kommt. Und die Preise berechne ich immer so nach dem Standard und packe nochmal gerne 100 € drauf, sei es für mich oder sei es für meine Mitarbeiter, weil ich mag dieses ganze Ausbeutungsschema nicht und ich möchte auch beim Kunden nicht wie so ein Billigarbeiter rüberkommen. Besonders nicht, wenn ich mit Red drehe, weil ich weiß, ein Tonassistent kostet zum Beispiel 150, also am Drehtag. Dann packe ich gern 250 für einen Assistenten rein und überall mal, also ein bisschen über dem Norm. Ja, cool. Ja, du musst ja auch dran verdienen. Also du kannst ja nicht am Monatsende nach Hause gehen und sagen, ja, habe zwar geile Videos gemacht, aber jetzt habe ich den Kühlschrank immer noch leer. Ja, so sieht's aus und das macht keinen Spaß. YouTube, du hast vorhin erzählt, du hast mit YouTube-Videos selber einen eigenen Kanal gestartet. Du kannst mir dazu gerne nachher nochmal den Link schicken, bin ich mal ganz gespannt. Aber die waren nicht so der Hit, die Videos, hast du gesagt, oder? Let's Plays und hast du vorhin erwähnt, das war nicht so, was du dir Na, ich war vorgestellt hast. jung. Ich war Achso. jung und ich war jung und brauchte die Klicks. Ich habe da angefangen mit allem Möglichen, also Let's Plays etc. Aber das war halt nichts Ganzes, nichts Halbes und nichts Ganzes. Da habe ich wirklich alles reingepackt, wie man eine DVD-Hülle öffnet und hat mitunter die meisten Klicks bekommen auf YouTube. Da geht es dann um die 20.000er oder irgendwie sowas. Wie man eine Okay. DVD-Hülle öffnet. Ja, Und mega so spannend, weiter. ja. Kameratipps, die dann haben vielleicht nur 10 Klicks oder so bekommen, Kameravergleiche. Jetzt wollte ich ihn differenzieren und nicht weitermachen bei diesem Leichenkanal, der relativ erfolgreich war dafür, dass er so Müll war. Aber versucht das jetzt nochmal professionell aufzuziehen auf so einem Kanal, der, ich hoffe, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, aber sage, der Kameracave tauglich wäre, also Ja, ebenbürtig. Martin hat sehr, sehr hohes Niveau, was sein YouTube-Kanal angeht. Er hat auch angefangen irgendwann mal und das war, wurde auch immer professioneller. Also das ist schon, ja, es ist halt die Liebe und die Arbeit, die man da reinsteckt. Ja, das ist einfach das, was man hinterher dann auch sieht im Ich Video. habe übrigens auch zurzeit mit Martin ein, zwei Videos in Planung. Wir setzen uns da nochmal in 2 Wochen zusammen und besprechen und dann kommt demnächst auch ein Video mit ihm. Oder zwei, Cool. je nachdem, wie groß das wird. Ja, cool. Da drücke ich dir die Daumen. Martin ist ein ganz, ganz toller Typ. Sehen wir übrigens auch live dann an der Video Mastery. Ich bin mal gespannt und freue mich da schon mega drauf. Gehst du dann auch selber dann vor die Kamera quasi mit dem Martin zusammen? Genau, wir machen erst, also das erste Video, das spoilere ich mal ein bisschen, wird ein Linsenvergleich werden zwischen eher hochpreisigen Linsen, neueren Linsen und eventuell noch Billiglinsen. Wissen wir noch nicht ganz, ob wir da vielleicht nicht doch lieber ein Einzelvideo drüber machen, bevor das einfach zu zusammengequält ist. Genau, und in demnächst halt noch einige Projekte auch mit anderen YouTubern. Ja, ich will diesen ganzen YouTube-Markt mal so ein bisschen aufmischen in dieser Filmemacherbranche. Und zwar mache ich ja mein eigenes Konzept. Ich weiß nicht, hast du mal gehört, was ich mache? Nein, noch nicht. Bin ganz gespannt. Genau, Selbstständigkeit vom Tag 1. Also wirklich so mein Alltag, weil ich bin jetzt quasi noch nicht so lange aus der Schule raus und ich lebe noch nicht so lange, sage ich jetzt mal, nur davon. Aber ich möchte immer versuchen, pro Woche, ich liege jetzt schon wieder 2 im Rückstand, ein Video rauszuhauen.
wo ich meinen Alltag dokumentiere, vielleicht beim Kunden bin. Das muss ich noch alles absprechen. Das ist ein bisschen kompliziert, beim Kunden zu filmen, Backstage. Tipps gebe, wie ich mich selbstständig gemacht habe, was ich gerne noch weitergeben möchte, um es anderen zu erleichtern und. Und in circa 15 Minuten ist meine Speicherkarte voll. Ja, nee, wir sind auch gleich am Ende. Also wir sind eigentlich am Ende. Es kommt noch eine Schnellfragerunde. Machen wir ganz schnell. Ich möchte einfach, dass du die folgenden Fragen einfach ergänzt. Bist du bereit? Okay. Ja? Die drei besten Tipps für eine erfolgreiche Videoproduktion sind? Die drei besten Tipps sind Vorbereitung, Zubereitung und Nachbearbeitung. Nachbereitung. Wenn du deine Kamera selbst zusammenbauen könntest, welche Fähigkeiten hätte sie? Gutes Gesamtpaket. Dein Lieblingsbuch ist? Ich habe noch nie eins gelesen. Ich würde sagen, die Benutzungsbücher. Also Manuals, ja. Dein Lieblingszitat ist? Wir gestalten ihre Träume. Das ist mein Slogan. In 5 Jahren werden Videos? Videos werden wahrscheinlich gar nicht mehr aussterben. Die werden den Großteil der Hauptmedien ausmachen, wie es jetzt schon ist. Nur man muss aufpassen, dass es nicht überfüllt wird, denke ich mal. Mhm. Also nicht, dass die Leute wieder zu 3D-Animation zurückkehren oder Fotos, weil von Videos haben jetzt alle die Nase voll. Ich weiß nicht. Also es ist ein Hauptmedium. Ich hoffe nicht überrannt. Ich hoffe, Videos werden nicht überrannt sein. Bin ich der große Redner, so auf Spontanität. Nee, ist kein Problem. Du machst das sehr gut. Alles gut. Alles wunderbar. Also das heißt, in so 5 Jahren hast du eher das Gefühl, dass es zu viele Videos gibt und zu viel Müll, den man sich angucken muss. Und dass es dann zu ausgelutscht ist. Kann ich das so deuten, wie du das meinst? Ja, weil das Medium ist sehr im Wechsel. Zum Beispiel die Partnerfirma, mit der ich zusammenarbeite, die binden zwar auch jetzt auf Webseiten Videos ein, also da läuft immer im Hintergrund so quasi so meine Aufnahmen irgendwie immer so ab. Aber das ist so viel Info und irgendwann kriegt man Kopfschmerzen davon. Und jetzt haben die da ein neues Konzept mit 3D-Bildern, dass man sich so alle Produkte so in 3D angucken kann, live auf der Seite und sowas. Also ich weiß nicht, ob der Trend lieber auf Bilder zurückführt, aber dafür in 3D-Gestalt, dass man sich ein Bild anders macht. Okay, jetzt verstehe ich, ja. Dein Vorbild ist? Daniel Slotin. Mhm. Wie kann man dich erreichen, deine Webseite, E-Mail-Adresse? Ich habe keine Webseite, die ist tatsächlich schon seit 3 Jahren irgendwie im Bau, aber auch nicht weitergekommen seitdem. Eigentlich über Facebook. Facebook ist so mein Hauptbereich. Okay, also wenn ihr was von Paul wissen wollt, was er so macht mit seinen Stories, ich habe gestern eine verpasst, das tut mir leid. Dann geht einfach auf Facebook, Instagram wahrscheinlich auch und dann verfolgt ihm einfach, was er da macht. Ich bin ganz gespannt auf das Video mit dem Martin und das wird bestimmt richtig cool und deine Serie werden wahrscheinlich viele auch gucken wollen, wie das so funktioniert, wenn man da selbstständig wird, gerade in dem kreativen Bereich. Das ist ja nicht so einfach. Es macht saumäßig viel Spaß, aber es ist wirklich nicht einfach. Und ich bedanke mich recht herzlich, dass du heute für mich Zeit hattest, Paul. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen, wo du sagst, das möchte ich jetzt gerne noch loswerden? Wenn ihr eine coole Idee habt für YouTube-Videos und ihr irgendeine besondere Spanne abdeckt, sei es Hochzeitsvideos, Musik habe ich letztens gemacht mit einem vom Radio. Also ich möchte Videos mit anderen Filmemachern zusammen machen und zwar immer aus diesen einzelnen Branchen. Also wenn ihr noch irgendeine coole Branche abdeckt, sei es Food, Fotografie, Videografie zum Beispiel, dann meldet euch gerne bei mir, dann machen wir zusammen ein Video und zusammen pushen wir mich hoch und euch natürlich auch. Sehr cool. Ja, meldet euch beim Paul und ich freue mich riesig und ich bedanke mich nochmal ganz recht herzlich und ich wünsche noch eine wunderschöne Zeit. Bis dann. Ciao. Dankeschön für den Podcast. Wir hören uns.